Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Geldmachen-Jung-Bundle von Shindy. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Geldmachen-Jung von Shindy, das Ganze am 31. März erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist eine Single-Auskopplung aus dem kommenden Album In meiner Blüte. Das Ganze erscheint am 26. Mai. Und von diesem Album haben wir hier eben eine Single ausgekoppelt mit einem Single-Bundle. Schwarzer Plastikbeutel hier mit Stickern hier oben drauf. Wir lesen hier Open Here. Dann haben wir hier einmal das Cover Artwork Limited Single Bundle Size M. Also das Ganze hier in verschiedenen Größen wählbar gewesen. Ich habe mich in diesem Fall für Größe M entschieden. Hier hinten geht das Ganze auf. Und wie üblich bei diesen Single Bundles, also so die meistgewählteste Kombination, ist hier dann die CD in Kombination mit Shirt. So hat man es auch hier gemacht. So, wir reißen das Ganze mal auf. Genau. Und hier haben wir dann die Inhalte. Mehr ist nicht drin. Der Beutel ist leer. Packen wir zur Seite. So, wir haben hier einmal, zweimal so zwei Kärtchen hier mit dabei. Shindy in meiner Blüte, also Tourdaten. Dann natürlich die Single und das Shirt. So, wir starten natürlich mal mit der CD. Die ist hier noch eingeschweißt. Somit werden wir einmal hier das Ganze öffnen. Einmal hier aufschlitzen. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, das ist die Single. Kommt hier in einem Slim Case. Das ist das Cover. Und auf dem Cover haben wir hier so diverse Elemente verarbeitet. Also ganz groß hier zu sehen, einmal eine Uhr mit dem Ziffernblatt und dem Gehäuse. Ich würde mal sagen, wir haben hier eine Rolex Day-Date. So von der Optik müsste es das eigentlich sein. Und dann in den Ecken viermal hier Autos zu sehen. Ich glaube, das sind Mercedes 300 SL mit diesen charakteristischen Flügeltüren. Hier vorne dann statt dem Mercedes-Stern das GG-Logo. Ja, das war es, glaube ich, so vom Cover-Artwork. Seitlich haben wir das Ganze dann auch noch hier beschriftet. Ist leider sehr schmal, deswegen ja, kaum zu lesen. Auf der Rückseite sehen wir dann die CD durch. Die CD auch wieder in dieser Optik. Und hier oben dann noch Infos und Barcode. So, dann schauen wir mal rein. Einmal hier aufmachen. Das ist eben hier der Einleger, das Cover hier oben mit dem Barcode und den Infos. Und hier eben das vorhin gezeigte Artwork. Geben wir wieder zurück. Auf der CD, auf der Single-CD, haben wir das Artwork auch, aber ein bisschen erweitert. Also wir haben hier den Schriftzug natürlich, Geld machen jung, aber wir haben dann hier, was vorhin nicht zu sehen war, oben und unten sehen wir hier diese Spritzen, müssten das sein, mit dieser lilanen Flüssigkeit darin. Ich glaube, es bezieht sich auf ein paar Zeilen des Songs, wo es da eben um Botox geht, deswegen sind das vermutlich dann die. So, das war's dazu. Packen wir wieder rein. Ich drehe es einfach um. Ist mir immer so eigentlich lieber. So, das war's dazu. Dann haben wir diese beiden Kärtchen. Kommen hier in so einem Flieder oder zart rosa lila. Shindy in meiner Blüte Tour 2023 von 1. September hier bis 30. September. So, entdecke weitere limitierte Produkte im offiziellen Shindy Store unter inmeinerblüte.de. Zweimal haben wir den. Dieses Kärtchen. Und zu guter Letzt kommen wir dann noch zum Shirt. So, das Shirt kommt hier in Schwarz. Wir haben hier einmal auf der linken Brust in dieser geschwungenen Schrift Geld machen jung. Und auf der Rückseite dann nochmal
das Cover-Artwork hier in seinem ganzen Umfang. Auch hier mit diesem Zierrahmen rundum. Die Spritzen, die Autos, die Uhr, alles hier zu sehen. Also großer, bunter Backprint. Und bei dem Shirt selber haben wir es zu tun mit einem Gilden Ultra Cotton. 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Was die Größe betrifft, wie gesagt, Größe M. Man konnte das Ganze in unterschiedlichen Varianten wählen. Also ich glaube von S bis XL oder sogar XXL war da alles machbar. Ich habe mich eben wie so oft für M entschieden. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, Größe frei wählbar. Dann diese zwei Kärtchen hier, Tourflyer und Infos. Und natürlich die Single an sich mit dem Song drauf. Also Tracklist haben wir jetzt hier, glaube ich, gar keine gehabt bezüglich Instrumental oder ob noch was anderes drauf ist. Aber ich glaube, es ist wirklich nur der eine Song drauf, eben Geld machen jung. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Geld machen jung von Shindy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shindy und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.